Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von My Time at Porsche. Ach, oh Mann, ich hätte mich gerade voll erschrocken. Oh. Huch, da ist ja noch jemand. Ja, wir sind gerade dabei, den Weg zum Moor freizulegen quasi. Oder zu erschließen. Da gucken wir mal jetzt mal, ob die Materialien alle fertig sind. Noten in der Zunge gerade. Wie sieht's hier aus? Da läuft noch was. Denn? Okay, ich habe ein bisschen mehr Stahlplatten angeschmissen. Falsch. Denn ich habe noch was vor. Und zwar will ich endlich die Lagerkiste bauen. Wir wollen uns in der Zeit, wo wir warten, noch einfach mal einen neuen Auftrag ab. Okay, jetzt ist auch schon ganz gespannt, was er machen kann. Ein Weidenkorb, komm für unseren Schatz. Hallo, denn da will er spielen? Jetzt halt zum Spielen. Ein Weidenkorb. Was braucht ein Weidenkorb? Qualitätsleder und Hartholz. Ich erschrecke mich gerade dauernd vor dem Stern, der hier immer hoch und runter gerade wippt. Das wird mir jetzt auch häufiger passieren, weil er dann, ich habe das Fenster im Augenwinkel und wenn er da sich dann bewegt, dann sehe ich das. Ich rede von dem Stern, den meine Nachbarn aufhängen. Immer noch die gleiche Aufnahmesession von gestern. Qualitätsleder und jetzt habe ich den Rest vergessen. Hartholz war das, glaube ich. Ach, ich habe mein Inventar noch nicht aufgeräumt. So, wie lange braucht denn das andere? Oder haben wir hier schon wieder was? Haben wir schon wieder was? Wie lange braucht das denn noch so? Dauert alles noch, ne? Hat irgendwas Wichtiges los? Nee. Handelsauftrag. Oh, wir kriegen dann coole Sachen, sehe ich gerade. Jacke des Abenteurers und Hose des Abenteurers. Dann haben wir jetzt Zeit, mal unser Inventar hier aufzuräumen. Ach, ja, ich weiß, warum ich es nicht aufgeräumt habe. Weil die Kisten voll sind. Hat unser Tierchen noch zu essen? Nee. Gucken wir mal, ob es auch und alles füttern kann. Was ist Aroma-Äpfel? Weiß ich nicht. Müssen wir mal gucken, ob es das frisst. Was machen wir denn jetzt? Habe ich noch irgendeine Beschäftigung? Könnt natürlich eine Runde angeln gehen. Könnt mal im Museum gucken, was für Fische wir schon gefunden haben. Dann könnten wir wirklich vielleicht mal eine Runde angeln gehen und gucken, ob wir vielleicht noch einen seltenen Fisch fangen.
Also so ein Kaiserfisch. Beobachten. Okay. Goliath-König, Klügerfisch haben wir auch schon. Da fehlen noch so ein. Okay, mal gucken, ob wir vom Seeteufel und so, ob wir da einfach mal schon noch Kaiserfische haben. Dann würde ich die hier mit reinpacken. Okay, alle mitbringen, die ich habe, und dann schauen, was wir noch nie haben. Yay, Bonsai wurde angesehen. Dr. Xu wurde unser Bekannter. War denn vorher Fremder immer noch? Ach nee, Kollege ist davor. Ja, für mich ist halt ein Bekannter was anderes als ein Kollege. Dann schauen wir mal. Ach, guck mal, wir können doch Carol einfach mal die Nähmaschine schicken. Dann ist sie raus aus dem Hello. Inventar. Da. You're so generous. Bitte sehr. Ist jetzt bestimmt schon 5 Stück. Ich weiß nicht, wie viele ich ihr schon geschenkt habe, aber schon einige, glaube ich. Huch, Dr. Su, wir sind jetzt Bekannte. So. Die Katzenjas haben wir schon. Jetzt haben wir einen Wimpelfisch, bräuchten wir noch. Da. Was noch? Klingenfisch, Seeteufel und Blaumakrelen. Blaumakrelen, was hatte ich noch gesagt? Seeteufel, ne? Jetzt haben wir zumindest von den Fischen alle Kaiserfische drin. Jetzt müssen wir nur noch die Könige finden. Mal sehen, ob wir das in dem Let's Play noch vervollständigen. Weil das ist, kann ein sehr Akt, also ja, kann sich zu einem Akt entwickeln, diese Fische zu angeln. Nur zwei haben wir ja schon, ne? Jetzt gucken wir aber erstmal, wie es bei uns aussieht, ob wir schon mal weiterbauen können oder nicht.
gleich mal Folgentitel aufschreiben, sonst komme ich irgendwann durcheinander. Wenn ich vorproduziere, sind ja ein paar Folgen mehr und dann weiß ich nicht, über was ich in welcher Folge genau gemacht habe. Von Merlin. Oh, Meister auf der Angelrute. Hallo Handwerker, vielen Dank für deine Unterstützung bei der Studie der Fischkunde im Museum. Wir haben bereits Proben aller Fische der Kaiserklasse rund um Porsche erhalten. Wir haben als Dankeschön ein paar Geschenke beigefügt. Vielen Dank. Cool. Hallo Handwerker, vielen Dank für die Fischkunde. Wir haben bereits Proben. Noch ein Gesalz. Wie viel Schaden macht das? 36, nicht ganz so viel. Ich dachte, die meisterhafte Angelrute bekommt man erst, wenn man die ganzen Königsfische eingesetzt hat und nicht nur die Kaiserfische. Cool. Dann können wir vielleicht auch noch mal versuchen, alle Könige zu angeln. Wird dann ja mit der Angel ein bisschen einfacher. Ist das Schwert, ne? Haben wir hier noch Ausrüstung? Ja. Wo ich mittlerweile irgendwie alles reinpacke. Das Schwertchen noch rein und das haben wir alles. So, wie sieht's hier aus? Kann ich den Weidenkorb schon bauen? Wahrscheinlich, ne? Ach, das eine liegt ja hier noch drin. So, das haben wir. Orbert, wie läufst du rum? Ich auf Arbeit. Das ist sehr vorbildlich. Darling? So, ich muss einmal ganz kurz unterbrechen. Wir sehen uns gleich wieder. So, da bin ich wieder. Sorry für die kleine Unterbrechung. Ja. An sich warten wir ja nur noch auf die Materialien, ne? Einmal gucken, wie lange das hier noch so braucht. Da läuft noch einiges halt. Das heißt, ich würde jetzt einfach ins Bettchen gehen. Wir sehen uns am nächsten Tag, also wir skippen jetzt den Tag ein bisschen und machen weiter. Wir wollen ja schließlich die restliche Brücke oder den restlichen Weg noch fertigstellen. Wieder Briefe. Die Sonne scheint. Also, oh, das Wetter sieht gerade genauso aus wie bei uns. Also vorhin hat es geregnet und jetzt scheint irgendwie die Sonne. Lieber Handwerker, ich habe festgestellt, dass deine Verwaltungsgebühr in Kürze abläuft. Du wirst weiterhin unser hochwertiges Erz bestellen wollen. Schau doch bitte so schnell wie möglich in der Ingallmine vorbei, um deine Registrierung zu verlängern. Das machen wir doch glatt. Oh. Wer hat eine Quest für uns? Unser Mann? Ja, Orbert. Darling. Photoshooting. Darling. Hey, the weather's great today. Let's go take some photos atop the Temple Tower. Okay, dann geh zur Kirche des Lichts. Machen wir wohl ein Fotoshooting heute. Steckt der auch gerade im Homeoffice fest? Macht ihr dann auch immer in eurer Mittagspause Spaziergang? Das habe ich mir jetzt angewöhnt, weil ich kriege sonst einen Koller zu Hause.
This place is perfect for photos. Come on, let's shoot some. Okay. Ja, dann, war Z der Fotomodus? Ja, ne? Warte mal, wir müssen ihn bestimmt ansprechen. Foto. So eins haben wir auch schon gemacht, aber komm. Wie viele müsste ich dann noch machen? Aha. Achso, hier ist ja da die Night Fever. Night Fever, so. Oh, ich wollte nicht löschen. Brauch nicht zwei davon. Das sieht komisch aus, das möchte ich. Okay, ich glaube, wir sind durch. Let me see. Not bad. Not bad at all. Thanks for shooting these. They'll make some good memories. Das glaube ich auch. Sehr schön, Mission completed. Dann können wir jetzt mit unserer Mission auf Arbeit weitermachen. Indem man lange Laufwege erspart. Man einfach irgendwo runterspringt. Du musst das ausnutzen, ja? Es gibt viel zu viele Spiele mit Fallschaden. Was ist das eigentlich hier für ein Baum? Apfel. Haben wir nicht schon Apfel? Oder wachsen daran jetzt Riesenäpfel? Naja, warten wir mal ab. So. Jetzt bist du fertig, oder? Fertig. Sehr schön. Dann bauen wir ja erstmal kurz ein paar Kisten. Können 6 Stück bauen. Machen wir doch mal 6. Und dann holen wir unser Reittier wieder und reiten mal in Richtung Moor. Hat sonst noch jemand eine Quest? Nicht, dass ich hier einfach losreite. Oder? Sah gerade kurz beim Wegklicken so aus. Hätte ich was übersehen. Ich lieber zu Fuß hochgehen. Bin hier schon ein paar Mal runtergestürzt. Und hier gibt es, auch wenn es gerade sehr komisch ist, aber hier gibt es Erdbeeren. Obwohl die eigentlich theoretisch nicht im Winter wachsen, aber in Porsche wachsen die auch im Winter. Sammeln wir mal Erdbeeren. Okay, wo müssen wir denn jetzt noch hin? Wie lang war es nicht? Irgendwo konnte man hier... Hier sind ein paar Frösche. Nicht so nett sind. Bin ich denn jetzt hier? Der Kompass ist mal komisch. Oder? Hat mich woanders hingeführt. Der liebe Kompass. So, hier müssen wir die Brücke fertigstellen. Jetzt müssen wir wahrscheinlich zu Ursula. Yeah.
Irgendwo kann man hier auch wieder rein oder hoch. Da. Cooles Gebiet, halt ein bisschen, also ne, von Ruinen strukturiert. Und dadurch ein bisschen undurchsichtig, wo man lang muss. Aber eigentlich mal ganz cool, dass man nicht nur einen Standard-Geradeausweg hat. Ist denn Frau Ursula? Da auf der Brücke. All the routes have been completed. Good. I'll have someone check them out right away. The mayor's office will compensate you for your work. In the meantime, we, have an issue with the tree farm ruins. We've been diving that ruin for the first key this entire time, blasting away at some of the doors and finding shortcuts through other passages. But the core area is protected by an impenetrable blast gate. I need you to take a look and come up with a solution. Okay, natürlich werde ich... Ten is guarding the entrance to prevent the knight from getting in. He'll guide you inside. I'd suggest you equip yourself. It's still very dangerous in there. Okay. Der erste Schlüssel. Erstmal müssen wir mit Gail reden, damit wir unsere Vergütung bekommen. Und danach können wir uns darum kümmern, aber wahrscheinlich nicht in der heutigen Folge. Eins weiter. Hier müssen wir rein. Osha Government steht da drauf. Tschüss. Ah, thank you so much for helping me with the routes. I was planning to build them for the city soon anyway, so this is working out. How's the work with the recovery team? They're a little bit rough around the edges, if you ask me, and the captain doesn't tell me much. Wann kommt Mali zurück? I haven't heard from Mali yet, and that worries me. This whole situation with getting this all-source computer to fight against Duvos doesn't sit too well with me. This isn't what this Free Cities is about. We'll fight for what is ours, but is reviving a powerful ancient machine really the way to go about it? Did you argue with the Alliance Council about it? I did, but since we signed up with the Alliance Charter, we've got to go with what the majority decided. Unless we want to go independent. Don't worry, I'm not planning that. Okay, 10.500 Erfahrungen und 15.000 Golds haben wir bekommen. Und neue Kleidung. So. Ich habe ja gesagt, wir werden nicht heute die Ruine betreten. Das werden wir erst in der 9. Folge machen. Aber wir haben jetzt die tollen Lagerkisten. Das heißt, wir werden ein bisschen, klar Schiff machen. So, Rose, ab mit dir. Fangen wir hier oben an. So. Die hat jetzt, glaube ich, 60 Plätze. Ja. Hier packen wir erstmal alles, was Zutaten sind, rein. Wenn dann nochmal ein paar Magnetstahlbarren schmelzen, dann können wir noch ein paar Kisten bauen. Zeug wir einfach haben. Das merkt man immer, wenn man dann so Kisten umsortiert.
Da habe ich nichts gelandet. Nein. So, 42 Plätze sind belegt. Bei Gerichten haben wir auch schon mehr als damals 16. Ja, dann machen kriegen die noch einen eigenen. Wenn die einfach mal hin. Beziehungsweise packen die dann gleich da hinten hinkommen sollen. So, und dann kommt der Fisch jetzt dran. Können wir schon mal die wegpacken. Wegpacken. Auch leer, ne? Die auch. Dann bist du die Fischkiste. Die stellen wir einfach mal hier hin. So, da kommen dann jetzt Gerichte rein. Guck mal, das habe ich lange nicht mehr benutzt. Haben wir hier Zutaten. Und die ganzen Gerichte packen wir auch nochmal weg. Denn hier rein. Okay. So, und so werde ich jetzt noch den Rest dieses Tages hier verbringen. Ich wollte euch nochmal zeigen, wie viel tollen Platz die haben und wie viel Platz man dann auch auf dem Grundstück hat. Wir sehen uns dann in der neuen Folge wieder. Jetzt erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Ciao, ciao.